Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Birdscut, ja, in den Eingeweiden des Vogels. Oh, vielleicht muss ich hier öfter sterben. Aber vielleicht nicht so. Nee. Ja, diese Ding wird noch ein bisschen komplizierter. Denn wir versuchen, uns hier irgendwie hochzustapeln. Denn im Hochstapeln verstehen wir uns halt nicht wirklich so. Oh, guck mal. Nee, das ist so nicht richtig. Ich hätte gerne eine kleine Hilfestellung für dieses kleine Dingsbärchen hier. Sonst wird das wohl nichts. Backhaus, eine alte Videokassette. Was macht eine Videokassette in einem alten Vogel drin? Nee. Oh, guck mal. Ich bin ja auch selten dämlich, ne? Aber nur selten. Baller. Ah, meine Maus. Hoppala, hallo. Kiste. War das jetzt so clever? Ich glaube, so muss das sein. Schätze ich. Nee, ich muss alle beieinander stapeln. Vielleicht kann ich mir eine Treppe mit dem Kran machen. Wer weiß das schon? Balla. Alter, aber der lässt ja los. Ah, komm mal. Ja, guck mal einer an. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Rein da. Das wird noch eine längere Geschichte mit dem Dreckskran hier. Kiste. Oh, guck mal, direkt mal zwei. Guck mal, ich werfe das nicht bei erstbester Gelegenheit um. Genau, du kannst dich erstmal austarieren. So müsste das gehen. Schön vorsichtig. Ist nur nichts überstürzen. Ich hoffe, das steht noch so. Ja, Moment, ich muss den Kran ein bisschen weiter. So wird ein Schuh draus, denke ich. Bleibst du stehen, blöder Turm? Nein! Aber ja, wir haben die richtige Spur. Ja, so auch nicht. Langsam. Ruhig. Nein! Nein!
Alles auf Anfang. Ja. Alles klar. So. Schön ordentlich. So. Brauche ich hier eine Absprunghilfe? Dann stellen wir dich hier hin. Ja. Wunderbar. So, wenn das jetzt nicht klappt, dann fress ich eine Wespe. Geht doch. Du kannst nicht mal so schwer. Nun, Cleaner. Wow. Und dann? Wow. Guck mal, der sucht da was im Müll. Wollen wir auch was im Müll suchen? Nö. Geht's dann wieder runter in die Kanalisation? Brauche ich die Kiste für irgendwas? Ja, ist. Nee. Dann. Hoppala. Hier kommen wir höchstwahrscheinlich gar nicht erst drüber, oder? Nö. Dann heißt es abwärts. Gut, holen wir die Kiste mit rüber. Warum denn nicht? Oh, oh. Hallo, kannst du mir mal bitte behilflich sein? Komm schon, das Ganze doch besser, oder? Und nochmal. Ein Glück, dass der ausdauernd ist, ne? Ja, der grelle Wahnsinn. Huch, ja, da ist die Mauer und dann gehen wir hier rüber. Oh, Raupis. Sind die explosiv oder so ein Quark? Oh. Oder die fressen mich einfach nur. Ja, die fressen mich einfach nur. Das wollte ich jetzt aber nicht so herausfinden. Jetzt springe ich noch auf den drauf. Gut gemacht, Joe. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Komm schon, so schwer ist das auch wieder nicht. Siehst du? Und da ist wieder so einer von den Typen. Ah! Kannst du mir hier vielleicht behilflich sein? Nö. Hätte ja sein können. Oh, hallo. Ich brauch dich. Und nochmal. Hallo. Wundervoll. Vielen Dank. Ich glaube, da müssen wir jetzt hoch. Wenn meine Jump'n'Run-Skills nicht vorher versagen. Schon wieder ein Kran. Oha, was müssen wir hier machen? Ah, das hier freiliegen. Kiste. Oh, geht doch. Warum denn nicht gleicher so, ne? Kiste. Geh doch mal darüber. Wunderbar. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? Auf jeden Fall gibt es hier wenigstens wieder Mucke. Beware of Worm. Oh, hier soll es einen Wurm geben, habe ich gehört. Ach, meinen die den da? Na gut, ich gehe erstmal in Magensäure baden. Nach dem Schock, ne? Hat der Vogel eiskalten Darmwurm? Oder einen Magenwurm?
Auf jeden Fall ein Mitesser. Nennen wir es mal so. Das lübt. Gehst du runter? Okay. So ein Dreck. Alles klar, zumindest wissen wir jetzt, wie wir hier agieren. Nicht zu lange drauf stehen bleiben. Die Teile sind nicht besonders schwimmfähig. Komm ab in die Magensäure mit dir. Was? Ob mich jetzt der Wurm oder die Kreissäge erwischt, spielt eigentlich keine Rolle, ne? Das ist ein kleiner Häcksler. Ja, danke schön. Naja, zumindest sind die Checkpoints halbwegs fair. Au. Hab ich schon gesagt, dass das unnötig ist? Oh, Moment. Das müssen wir vom Timing wohl abpassen. Nee. Wartet der auf mich oder? Ich verstehe das noch nicht ganz. Achso, das ist das Level, wie hoch ich das hochpushen kann, glaube ich, oder? Reicht das schon? Ja. Wurm, I need you. Und der Bug da unten auch. Pass auf, gleich wird er gefressen, ne? Tach! Ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit lassen sollen mit dem Dude. Ich dachte, ich war drin. So geht das, alles klar. Ach ja, manche Rätsel sind doch sehr rätselhaft. Ja, da gehe ich lieber vorher baden, bevor mich der Wurm frisst. Oh, guck mal, das Rad dreht sich. Langsam da. Oh oh. Ab aufs Würstchen! Der grelle Wahnsinn. Schön langsam. Na gut, Checkpoint gut. Wurm nicht so gut. Wurm? Natürlich. Also so langsam geht der mir schon auf den Sack. Na komm, zweimal noch. Oder einmal. Wunderbar, jetzt sind wir wenigstens auf voller Leistung. Und werden trotzdem gefressen. Danke. Oh, komm schon. Ich dreh durch. Ja, ja, mach ruhig weiter so. Ich hoffe, das reicht so. Nope. Und immer wenn es sich entlädt, muss man von vorne anfangen. Nee, komm schon. Sei doch nicht so gemein zu mir. Ich hätte es gerade beinahe geschafft. Das Spiel macht einen aggressiv. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber so langsam. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich war noch nicht so weit. Dieser blöde Vogel sollte sich mal entwurmen lassen.
So, jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Geht doch. Hi, ihr Kreissägen. Uah. Nein. Hörst du auf damit? Soll ich das Spiel jetzt wirklich deswegen Rage-Quitten? Alter. Nein. Nix da. Gut. Dann sei halt so, wenn du so sein möchtest. Und dann kommen wir hier wieder problemlos hoch. Ah, hier oben sind wir sicher. So sicher man nur sein kann. Hallo? Oh, da. Und darüber. Danke. Ich glaube, ich hätte da nach links müssen, oder? Wenigstens einen Checkpoint. Yay. Er ist tot. Ja, das kommt davon, ne? Du hast keine Response. Ich schon. Alles klar. Oh, und hier ist der Verbrennungstrakt, wie es aussieht. Wow, you made it to the intestines. This is actually going really well. This is where all of the trash that is unusable to the slaves as sunstein is burned as fuel. The slaves here labor all day and night, shoveling garbage to fuel their very oppressor set. Anyway, I don't really have this place too well mapped out, but you should find a way forward if you stick with our path. Rumors are that others have tried to sneak through the intestines, but got lost and starved to death. But I'm sure you'll make it. Oh. Probieren geht über Studieren, ne? So meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, wie es da weitergeht, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und tschüssili!